Sascha, du bist ja jetzt schon seit Montag Teilnehmende hier an der Kantine Benjamin und hast viele anregende Gespräche geführt, unter anderem mit Jörg Später und Robert Puschel, an die du ja auch inhaltlich anknüpfen kannst. Sie ist Soziologin, kommt aus Frankfurt am Main, ist jetzt lebend in Leipzig, auch politisch aktiv, unter anderem als Autorin auch von den gestern gehörten Outside the Box Kollektiv. Sie hat jüngst eine Stelle angetreten an der Uni Rostock und forscht eben zur Geschichte des Instituts für Sozialforschung. Und einen Teil ihres Interesses und Forschungsgebiets wird sie uns auch heute vorstellen. Ich freue mich ganz sehr und ich denke, es wird spannend und wieder etwas geschichtlicher und näher an Benjamin. Und ich freue mich und ich hoffe, euch auch. Danach wird es auch wieder die Möglichkeit zur Diskussion geben. Genau. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank, Ines, für diese so freundliche Einführung meiner Person. Vielen Dank ganz speziell an Julian und Felix und auch Ines von der Kantine Benjamin, die mich überzeugt haben, diesen Vortrag hier zu machen. Denn wenn ich ihn nicht gehalten hätte, dann hätte ich ganz sicher etwas verpasst. Und deswegen möchte ich zunächst einmal ein sehr großes Dankeschön und sehr viel Respekt sagen an alle Menschen, die diesen Ort, also das Subotnik und dieses Festival ermöglichen. Und zwar ganz speziell für das Kochen und Saubermachen, Klopapier nachfüllen und auch dem Wind und dem schlechten Wetter trotzen. Denn Corona-bedingt haben wir ja viele kleine Aufgaben zu stemmen. Also für die wundervolle Atmosphäre, die wir hier alle in den vergangenen Tagen erleben durften. Und ich wünsche mir einen Applaus für die Kantine. Ihr seid toll. Genau. Und wie Ines schon gesagt hat, ich bin seit Montag hier und genieße eben diese tolle Atmosphäre. Und jetzt habe ich noch zwei kleine Punkte. Ich möchte auf die Feedback-Box dort an der Wand aufmerksam machen, wenn ihr ganz viel Lob oder vielleicht auch die ein oder andere Anregung habt für die Kantine Benjamin, dann weiß ich, hat mir ein Mäuschen geflüstert, dass sich das Orga-Team darüber freuen würde. Und das andere ist, dass ich den Livestream grüße und auch an die Technik nochmal, die Menschen von der Technik nochmal sagen will, dass es auch technisch wirklich, genau, ganz toll ist. Genau. Vielen Dank. Mit viel Arbeit verbunden. Danke. Gleich mit dem Eröffnungsvortrag von Robert Zwag am Montagabend wurde hier bei der Kantine Benjamin in Chemnitz eine Tradition etabliert. Danach einiger meiner Vorredner und seit vorgestern Vorrednerinnen, möchte ich auch gerne dieser Tradition folgen, nämlich einen persönlichen Bezug zur Kantine herzustellen und die eigene Verstricktheit hier offenzulegen. Für mich ist dieser Ort Subotnik insofern besonders, als dass ich vor 5 Jahren zuletzt wirklich hier war, nämlich als das noch eine halbe Ruine war. Dann zog ich aus verschiedenen, auch durchaus gruppendynamischen Gründen, doch nach Leipzig und nicht nach Chemnitz, wurde unter anderem Mama und hatte dadurch viel zu stemmen, sodass ich erst in diesem Jahr hierher zurückkehre. Und ich muss sagen, dass durch die steten Bemühungen eben der Menschen an diesem Ort und in diesem Projekt so ein toller Raum, dass das ein toller Raum geworden ist und in dem man sich eben sehr gut wohlfühlen und verbunden fühlen kann mit anderen. Also so viel zu diesem persönlichen Hintergrund, zu dieser schönen Tradition, der Mikrotradition der Kantine. So, und jetzt möchte ich aber zu meinem wissenschaftlichen oder akademischen Hintergrund etwas sagen. Und zwar, weil ich einmal mehr den Eindruck gewonnen habe, dass der Zugang zu Walter Benjamin, insofern er ein akademischer war, auch im Rahmen dieser Veranstaltung stark ideengeschichtlich geprägt ist. Mit Jenny Jung hatten wir gestern zum ersten Mal einen dezidiert etwas anderen Ansatz, einen kulturhistorischen Ansatz. Und nichtsdestotrotz eben einen der Geschichte verbundenen
Ansatz. Und dies zeigt sich meines Erachtens unter anderem daran, dass zwar der Gegenstand, ein Aspekt des Lebens und oder des Schaffens Walter Benjamins, sehr präsent ist, auch die entsprechenden Fragestellungen jeweils gut auf den Punkt gebracht werden und gleichzeitig aber das Wie in den Hintergrund tritt. Anders gesagt beobachte ich eine gewisse Methodenmüdigkeit, und Methoden sind jedoch meines Erachtens notwendig für die Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Analyse des Gegenstands, also in unserem Fall Walter Benjamin seit vielen Tagen, und zur Beantwortung der jeweiligen Fragestellung. Und das sage ich deshalb, weil ich denke, dass Methoden für die kritische Reflexion und Einordnung der jeweiligen Fragestellung, der konkreten Fragestellung, sehr wichtig ist und notwendig ist und mit ihr auch ein Stück weit sowas wie eine Überaffirmation oder Verklärung oder sowas, dass dem eben entgegengewirkt werden kann. Und dann entselbstverständlicht sich vielleicht auch die eine oder andere Narration, auch in Bezug auf Walter Benjamin. Und jetzt kann man fragen, was heißt das konkret? Und dies heißt, dass ich heute einen Vorschlag vorstellen möchte, wie man diese Verbindung schaffen kann, und zwar an einem konkreten Beispiel, nämlich, wie im Vortragstitel angekündigt, Benjamins Beziehung zum Institut für Sozialforschung. Gewählt habe ich ein halb experimentelles Format, durch das ich hoffe, mit euch, dem Publikum, in Kontakt zu kommen. Und wie bei jedem guten Experiment habe ich aber das Scheitern desselben mit eingeplant. Also fühlt euch bitte keineswegs unter Druck gesetzt. Und auch werden wir sehen müssen, was die Kürze der Zeit hergibt. Also ja. Und wenn wir eben auch zum Beispiel nur die Lektüre des Materials, das ich mitgebracht habe, heute schaffen und nicht aber seine öffentliche Deutung, dann ist schon viel des Experiments gelungen. Was ich im Folgenden ausprobieren möchte, habe ich in drei Teile gegliedert. Ich möchte im ersten Teil meines Vortragsgesprächs die Beziehung Benjamins zum Institut in ihren wesentlichen Punkten skizzieren. Daraufhin werde ich im zweiten Teil die konkrete Methode, nämlich die in der AG Soziologie des Geistes in Frankfurt am Main, deren Mitglied ich bin, entwickelte soziologische Konstellationsanalyse in wenigen Punkten vorstellen. Und das wiederum soll nicht als Werbung für diese Methode oder als Einladung zum Methodenfetischismus verstanden werden, sondern ich wäre im Gegenteil froh darüber, wenn das die Diskussion über Methoden überhaupt eröffnet. Also das, was mir gerade ein bisschen, ja, worauf ich mich freue, sagen wir es so. Die konkrete Anwendung der konkreten Methoden auf den konkreten Gegenstand erfolgt dann im dritten Teil in der gemeinsamen Lektüre und Ausdeutung des konkreten Materials. Eines Briefes Benjamins an Scholem im Kontext seiner unterschiedlichen Editionen und eines Briefwechsels zwischen Max Horkheimer und Benjamin von 1939 bzw. 1940. Und mir spielt dabei in die Hände, und das ist jetzt für die Fans, die von Beginn an dabei waren, dass Robert Pursche in seinem Beitrag am Mittwoch bereits hervorragend einige Editionsaspekte bezüglich Benjamins kontextualisiert hat. Also dafür ihm einen vielen Dank. Robert, falls du jetzt im Livestream bist, Shoutouts. Soweit zur Konkretion meines Vorhabens. Ihr habt gemerkt, ich habe ganz oft konkret gesagt, ja, das ist die Konkretion meines Vorhabens. Mein Anliegen hierbei ist es, die Neugier für einen soziologischen Blickwinkel zu wecken. Und ich möchte um etwas Offenheit und Geduld bitten, wenn manche Teile meines Vortragsgesprächs oder einige Begriffe zunächst voraussetzungsvoll oder nicht leicht verständlich wirken. Am Ende soll durch die Anwendung der Methode auf den Gegenstand deutlich werden, was diese Begriffe unmittelbar bedeuten sollen. Und deswegen sollten sich alle eingeladen fühlen, mitzudeuten, damit wir aus dem Material durch viele interessante Lesarten möglichst genau den Sinngehalt rekonstruieren. Rekonstruieren bedeutet so viel wie herleiten können. Eigentlich meint Rekonstruktion von Texten oder von Sinngehalten in Texten, das Gelesene wirklich genau zu lesen und dadurch so gut wie möglich zu verstehen. Dieses Bild ist
auch bekannt. Das hat Jenny Jung in ihrem Vortrag gestern auf die Handouts auch gedruckt. Das ist Walter Benjamin, 1937 in der Bibliothèque Nationale in Paris. Und so komme ich eben zum Gegenstand, zur Beziehung Walter Benjamins zu einigen Mitgliedern des Instituts für Sozialforschung. Vielleicht kann noch ergänzt werden, wie Jenny auch gestern gesagt hat, dass diese Aufnahme von Giselle Freund stammt, eine der wenigen weiblichen FotografInnen, die noch bekannt sind. Also es muss viel mehr gegeben haben, aber Giselle Freund hat eben sich einen Namen im geschichtlichen Kanon und einen Platz erkämpfen können. Aus der Masse akademischer Forschung zu Benjamin finde ich die Arbeit Jean-Michel Palmiers, Walter Benjamin von 2009 und Chrysilla Cambas, Walter Benjamin im Exil von 1983 besonders interessant. Von Benjamin selbst sind mir zwei Texte bekannt, in denen er sich direkt auf das Institut bezieht. Zum einen ist dies ein journalistischer Beitrag mit dem Titel »Ein deutsches Institut freier Forschung«, der als Flaschenpost in der konservativen Zeitschrift Maß und Wert im Jahre 1938 erschien. Zum anderen existiert als Anlage zu einem Brief an Stefan Lackner ein zweigeteilter Text aus dem April 1939 mit den Überschriften »Das Institut für Sozialforschung« und »Meine Beziehungen zum Institut«. Mit Benjamins eigenen Worten sei also die Geschichte des Instituts und Benjamins Beziehung ausgedrückt. Und das lese ich jetzt vor und später, wenn wir die Texte deuten sollten, dann wird das auch hinten auf den Folien erscheinen, also jetzt nur auditiv. Ich zitiere: Das Institut für Sozialforschung war der Universität Frankfurt angeschlossen. An ihr lehrten seine beiden Direktoren, Horkheimer und Pollock, das ist nicht Pollock, das ist Adorno. Von Pollock gibt es kein Bild. Es gibt Bilder, aber nicht in meiner Präsentation. ja. Ich zitiere weiter Walter Benjamin. Seine beiden Direktoren Horkheimer und Pollock, welche ihm noch heute vorstehen. Das Institut geht auf eine Stiftung des verstorbenen argentinischen Finanzministers Weil bzw. seines Sohnes Felix Weil zurück. Im Jahre 1933 wurde der Sitz des Instituts nach Genf verlegt, einige Jahre später nach New York. Dort ist das Institut der Columbia-Universität angeschlossen. Die Leitung wird von Horkheimer und Pollock gemeinschaftlich ausgeübt. Beide sind Jugendfreunde. Horkheimers Interessen liegen auf philosophischem, Pollocks auf ökonomischem Gebiet. Die finanzielle Leitung des Instituts liegt in erster Linie bei Pollock. Über die organisatorische und wissenschaftliche Tendenz des Instituts unterrichtet Näher eine Denkschrift in englischer Sprache, die nachfolgt, das schreibt er eben in dem Brief an Stefan Lackner, daneben mein beiliegender Aufsatz in Maß und Wert, also wovon ich vorhin gesprochen habe. Ja, also das, was Benjamin mit dieser Sendung, mit dieser Sendung des Materials, mit der Überreichung durch Stefan Lackner erreichen wollte, ist wichtig für uns, insofern damit seine Arbeit und seine Beziehung zum Institut in den Staaten, wo eben das Institut schon war, präsentiert oder überhaupt erklärt werden sollte. Also das sollten Menschen in den Staaten bekommen, die nicht Institutsmitglieder waren, aber in irgendeiner Art und Weise auf das Institut hätten einwirken können. Und warum, das erfahren wir später. Wow, was für ein Cliffhanger. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Meine Beziehung zum Institut. Das ist das Institut für Sozialforschung, wie es damals erbaut wurde. Mir macht es Angst, aber das war damals als schick empfunden. Und ich mag diese Fotografie, weil man da diese zwei Personen, offenbar eine Frau und ein Kind, sieht, vor einem Fahrrad oder einem Motorrad. Ich weiß aber nicht, um wen es sich handelt in der Fotografie. Meine Beziehung zum Institut, also Walter Benjamins. Die Leiter des Instituts gehören meiner Altersklasse an. Horkheimer und ich kennen einander aus dem philosophischen Seminar der Universität Frankfurt.
Eine nähere persönliche Beziehung, die durch einen gemeinsamen Freund aus Frankfurt, Wiesengrund Adorno, der am Institut arbeitet, gestiftet wurde, ergab sich erst in der Emigration. Von 1934 ab habe ich sowohl Horkheimer wie Pollock bei ihren Pariser Besuchen oft und ausführlich gesprochen. In den ersten Jahren dieser Bekanntschaft bekam ich eine kleine monatliche Unterstützung vom Institut und gelegentliche außerordentliche Zuwendungen. Was mich in dieser ersten Zeit der Emigration aufrechterhalten hat, war die Hoffnung, aufgrund meiner Arbeiten die Stelle eines ordentlichen Mitarbeiters am Institut zu erhalten. Dieses Ziel erreichte ich im Spätherbst 1937. Unter den regulären Mitarbeitern des Instituts bin ich der Einzige, der noch in Europa ist. Das schreibt er 1939. Horkheimer, ebenso wie Pollock, haben mir häufig versichert, dass sie auf mein persönliches Wirken am Institut Wert legen und meine Übersiedlung nach Amerika als wünschenswert ansehen. Ich möchte annehmen, dass die Beratung über dieses Ziel den geeignetsten Ausgangspunkt für Verhandlungen bieten könnte. Das Institut dürfte immer noch in der Lage sein, mir ein Affidavit zu geben oder wenigstens eins zu vermitteln. Das war einer von den vielen Titeln, die man brauchte, um migrieren zu können. Das ist sehr kompliziert und eigentlich auch ein wenig ein Forschungsdesiderat. Also es gibt Forschung natürlich zur Immigration eben aus dem faschistischen Europa. Da hat Anne Klein zum Beispiel eine große Studie geschrieben. Und gleichzeitig ist das aber eben gar nicht so einfach. Also wenn man dann über Ausreise, Einreise, Visum und so weiter spricht, dann, oder Affidavit, das ist eine eigene Forschung wert eigentlich. Ausgangspunkt. Oder wenigstens eins zu vermitteln, ein Affidavit. Da es nicht möglich ist, in absehbarer Zeit aufgrund der deutschen Quote herüberzukommen, so müsste ich von irgendeiner akademischen Stelle aus berufen werden. Bisher habe ich keinen übermäßigen Eifer, nach Amerika zu gehen, an den Tag gelegt. Es wäre gut, wenn die Leiter des Instituts die Gewissheit bekämen, dass hierin ein Wandel eingetreten ist. Die wachsende Kriegsgefahr und der zunehmende Antisemitismus begründen ihn. Bis zum Augenblick, da ich dies schreibe, steht eine bestimmte Antwort auf meinen Brief vom 13. März, siehe Anlage, noch aus. Dieser Brief begleitete die Übersendung eines französischen Exposés über das Buch, an dem ich derzeit arbeite. Horkheimers Antwort vom 5. April, siehe Anlage, ist durchaus vorläufig. Auf der anderen Seite ist bisher noch keine Modifikation in meinem Stipendium, das $80 im Monat beträgt, eingetreten. Es ist daher vielleicht zweckmäßig, eine erste Fühlungnahme mit der Institutsleitung auf die Frage meiner Übersiedlung nach Amerika zu beschränken. Für den wahrscheinlichen Fall, dass in einer späteren Besprechung mein Stipendium selbst zur Verhandlung steht, möchte ich als Handhabe wenigstens einen Punkt berühren. Für Ausländer mit beschränkten Mitteln ist es derzeit in Paris unmöglich, eine eigene Wohnung zu finden. Daher werde ich versuchen, an der, die ich bewohne, solange ich in Frankreich bleiben muss, festzuhalten. Sie kostet einschließlich der Gebühren 5.500 Francs im Jahr. Zitat Ende. Wir sehen in dieser Eigenbeschreibung Benjamins gleich zwei Motive, die von großer Bedeutung für die nachfolgende Kontroverse um Benjamins formelle, nicht so sehr inhaltliche, und auf diese inhaltliche Kontroverse kann ich jetzt nicht eingehen, Beziehungen zum Institut sind. Erstens, Benjamin entwirft sich als zu lange Zögernden, ein Motiv, das auch im Laufe der vergangenen Tage immer wieder und immer wieder berührt wurde oder aufgerufen wurde. Als zu lange Zögernden. Zweitens, Benjamin weiß nicht, ob er dem Institut, also vor allem Horkheimer und Pollock, vertrauen kann, denn seine sowieso prekäre finanzielle Lage erscheint ihm als etwas, das sich jederzeit noch weiter verschlimmern könnte. Etwa, wenn das Institut die Zahlung des Stipendiums gänzlich einstellen würde oder auch nicht modifizieren würde, also auch das benötigt er oder spricht er an in diesem Brief. Also das ist eine Deutung von mir schon, dieses
Materials und zeigt die Ambivalenz, also das, was in meinem Vortragstitel aufscheint, die Ambivalenz der Beziehung Benjamins zum Institut für Sozialforschung. Und ich möchte an dieser Stelle meines Vortrages etwas provokant zwei kurze Auszüge aus anderen Briefen montieren, die ich in einem Ordner mit dem Titel Grand Hotel für wen versammelt habe. Und im ersten Fall stütze ich mich vor allem auf Forschung von meinem Kollegen Ulrich Fries, der scheinbar altbekannte Quellen von neuem unter die Lupe nimmt. Ich zitiere: Den August werden wir wahrscheinlich wie voriges Jahr in Bar Harbor verbringen und wären froh, vorher noch ein Wort von Ihnen zu haben. Das schreibt Theodor Wiesengrund Adorno, meint ihn und Gretel Adorno, die 1939 an Benjamin eben schreiben, dass sie in den Urlaub fahren. Und Bar Harbor ist ein Luxushotel. Und, also Zitat Ende, und Zitat, die Entwicklung ist die, dass Horkheimer und Pollock es verstanden haben, sich als lebenslängliche Direktoren das mit dem Geld des Hermann Weil gestifteten Instituts zu etablieren und nun die Tage nach ihrem Sinn verbringen. Das heißt, sie treten nicht mehr für den kämpfenden Marxismus ein, dem ursprünglich das Institut dienen sollte. Sondern lenken das Goldschiff behutsam an allen derartigen bedrohlichen Klippen vorbei. Aber das hätte mich natürlich nicht gehindert, mit dem Institut zusammenzuarbeiten. Was mich dagegen hindert, ist dies, dass mir, seitdem ich nicht mehr an der Frankfurter Zeitung, sondern nur ein Emigrant bin, von den Leuten des Instituts eine große Animosität entgegengebracht wird. Zitat Ende. Ich würde ja jetzt gerne raten lassen, von wem der Brief ist, aber es ist Siegfried Krakauer, der an Krautheimer schreibt, am 15. Mai 1936. Und wer sich für Ausführlicheres, also genau, wir sehen das zerstörte Institut für Sozialforschung nach der gerechtfertigten Zerbombung Frankfurts und hier das neue Institutsgebäude von 1950. Und wer jetzt sich für Ausführlicheres zu den Finanzen des Instituts für Sozialforschung interessiert, dem sei das 2017 erst erschienene Buch Der argentinische Krösus, kleine Wirtschaftsgeschichte der Frankfurter Schule von Jeanette Erazo-Heufelder empfohlen, in dessen Zentrum Felix Weil, der Stifter des Instituts, steht. Und das war ja auch das gleiche Bild von Georges Gross, genau das hier auf dem Cover ist, das ihr schon gesehen habt. Nun möchte ich zum methodologischen Teil meines Vortrags übergehen, um, wie eingangs erläutert, kurz zu skizzieren, wie man mit diesem Material, in unserem Fall Briefen, umgehen, also mit ihnen arbeiten könnte. Mein Ziel ist, und ich wiederhole mich, dass wir im dritten Teil anschließend gemeinsam deuten können. Und wenn ich also in wenigen Worten die Systematik und Praxis einer Soziologie des Geistes umreißen will, dann sollte ich auch erwähnen, dass dies ein recht neuer und daher dynamischer Ansatz ist, dass also jedes Mal, wenn ich selbst die Methode dieser Soziologie des Geistes anwende, ich auch neue Forschungserfahrungen mache. Und nun in wenigen Punkten zur Methode. In Kürze kann das Ziel einer Soziologie des Geistes verstanden werden als der Versuch, Ideengeschichte oder Geschichte im Allgemeinen zu soziologisieren. Was genau bedeutet dies? Im Grunde, dass, wenn wir über Geschichte, zumal über Ideengeschichte sprechen, wir schnell nur noch über abstrakte Größen, Begriffe und Konzepte, Theorien und Paradigmen und dergleichen reden, aber diese Analysen oft wie im luftleeren Raum der Wissenschaft hängen bleiben. Die politische, ökonomische, soziale, geschlechtliche, psychologische Seite und viele anderen Seiten, die zu den öffentlich sich äußernden TrägerInnen von Ideen, die man dann geschichtlich betrachten könnte, ja dazugehören, weil sie als Menschen auf diesem Planeten leben, fallen häufig hintan. Und in dem Fall Walter Benjamins denke ich zum Beispiel konkret daran, dass auch ich heute in meinem Beitrag die Briefe Horkheimers und Benjamins als Quellen benutze und nicht etwa Gretel Adornos und Benjamins, die auch eine ausgiebige Brief- und auch Freundschaft
miteinander verbindet und wo auch klar ist, also wo Benjamin immer wieder betont hat, dass ohne Gretel Adorno er 1933 Deutschland nicht verlassen hätte, also nur auf ihr Drängen hin überhaupt in die Emigration und die Verlängerung seines Lebens gegangen ist, wahrscheinlich. Und das hat natürlich was damit zu bedeuten, tun, dass Gretel Adorno im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern des Instituts für Sozialforschung eben kein echtes Mitglied des Instituts war, sondern vor allen Dingen Theodor W. Adornos Frau. Und obwohl sie, wie sie ja auch in ihrer Herausgeberschaft zum Beispiel der gesammelten Schriften Adornos gezeigt hat, eine sehr begnadete Herausgeberin ist, ist sie eben in meinem Schatten der Männer geblieben, wofür es viele strukturelle Gründe gibt. Einige davon haben wir gestern in der Lesung der Outside the Box behandelt. Und es bleibt zum Beispiel auch, also Walter Benjamin auch meines Erachtens in den vergangenen Vorträgen, und das passiert ganz automatisch, wurde als eine Art Solitär dargestellt, der vollkommen ungebunden als Intellektueller mal hier, mal da flaniert und zum Beispiel über seine Ehefrau Dora, geborene Kellner, dann geschiedene Pollack und dann wieder verheiratete Benjamin, ist wenig bekannt, obwohl es auch dazu ein Buch gibt. Und er hatte einen Sohn, also Walter Benjamin hatte einen Sohn, um den nicht er sich gekümmert hat, sondern Dora. Falls es euch interessiert, er heißt Stefan Raphael Benjamin und hat 1918 bis 1972 gelebt und ist in den im Vereinigten Königreich verstorben, wo er dann eben auch zu Zeiten des Nationalsozialismus in der Emigration überleben konnte. Also auch eine jüdische Familie. Mit der Methode der soziologischen Konstellationsanalyse versuchen wir in dieser AG als Gegengewicht zu diesen sehr freischwebenden ideengeschichtlichen Zugängen Folgendes zu tun. Erstens die konkreten Menschen und ihre öffentlichen Äußerungen in die Analyse zu holen und dabei den jeweiligen politischen Verband zu berücksichtigen. Zweitens, sie als soziale Wesen zu verstehen, die sich mit anderen austauschen. Also Menschen sind selten Solitäre, das geht gar nicht, selbst wenn man sich das wünschen würde aus irgendwelchen Gründen. Drittens, diesen Austausch am Material zu erkennen. Und ich habe hier in Klammern ein hermeneutisches Prinzip der objektiven Hermeneutik gesetzt, Text vor Kontext. Und die objektive Hermeneutik, wie sie von Ulrich Oevermann, also hauptsächlich von Ulrich Oevermann entwickelt wurde, war der Versuch, für die kritische Theorie der Gesellschaft eine Methode zu entwickeln, die durch die Einbeziehung der Psychoanalyse und psychoanalytischer Deutung versuchen würde, dem Sinngehalt von Texten so präzise wie möglich auf die Spur zu kommen. Und ich weiß nicht, ob manche von euch vielleicht auch Soziologie oder Sozialwissenschaften studiert haben und dort qualitative Methoden vorgestellt bekamen. Also die Oevermannsche Deutung, da kann man sich, also die ist berühmt dafür in Frankfurt gewesen, dass manche zum Beispiel einen Film gedeutet haben und dann, weiß ich nicht, Fear and Loathing in Las Vegas oder sowas und dann niemals über die Eingangseinstellung im Film gekommen sind, weil sie ewig an dem kleinsten Detail und den noch so verschrobensten Lesarten gearbeitet haben. Also das als, weil ich übernehme nicht alles und auch in der AG sind wir nicht auf eine bestimmte hermeneutische Schule festgelegt, zum Beispiel, weil die Psychoanalyse durchaus an sich auch ein Problem darstellen kann oder sehr kritisch diskutiert werden müsste, erst recht in der Anwendung auf Texte. Aber das Prinzip des Text vor Kontext, ich werde darauf nochmal zurückkommen, was ich konkret damit meine, das wende ich auch sonst im Alltag gerne an. Oder im Leseklub in der feministischen Bibliothek Mona Lisa, wo wir Literatur von Frauen aus der DDR lesen. So viel dazu. Der vierte Punkt ist aus dem Material, also wir versuchen mit der Methode der soziologischen Konstellationsanalyse aus dem Material den Sinn der Äußerung zu rekonstruieren, das heißt also herzuleiten und dabei eben, und das ist eigentlich selbstredend, deutend zu verfahren.
Dazu habe ich ja gerade schon etwas gesagt. Die spezifische Verfahrensweise und ihre einzelnen Schritte können in dem hier abgebildeten Band von Peter Gostmann nachgelesen werden. Das Buch ist recht kurz, enthält aber eben alles Wesentliche, wie der Titel Essentials von Springer ja auch anzeigt. Es ist übrigens nicht Axel Springer. Es wird immer verwechselt, aber der Springer Verlag hat eine lange Geschichte, dass es ein auch emigrierter Verleger, ursprünglich eben aus Deutschland oder Österreich, ich weiß es gerade nicht genau, der dann in die USA gegangen ist, und das ist eben das US-amerikanische Springer. Ich weiß nicht, warum sie sich nicht ausgedacht haben, einen anderen Namen zu wählen, als dann Axel Springer kam, aber so ist das. Also dieser Band ist eben hier erschienen im Springer Verlag, und außerdem seht ihr abgebildet unseren ersten Band. Wir freuen uns sehr, 2019 konnte der erste Ertrag unserer AG-Arbeit erscheinen, auch im Springer Verlag. Soziologie des Geistes, Grundlagen und Fallstudien zur Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts. Wen das interessiert, da kann man die Methode angewandt sehen und konkrete, eben empirische Fallstudien sich angucken. Also bei diesen wenigen einführenden Sätzen möchte ich meinen Überblick zur Methode belassen und nun zeigen, wie wir im dritten Teil meines Vortragsgesprächs vom Vortrag zum Gespräch insofern wechseln können, als dass wir die beiden ersten Teile, den konkreten Gegenstand, also Walter Benjamin und das Institut für Sozialforschung, mit der konkreten Methode, die ich gerade in wenigen einführenden Sätzen umrissen habe, zusammenführen. Wie kann das geschehen? Also fangen wir mit dem Kontext an, um ihn danach wieder zu vergessen. Das ist das Prinzip dieses Text vor Kontext. So, die Beispiele zur Deutung, die ich ausgesucht habe heute, sind Teil einer wichtigen Kontroverse, die auch im Verlauf der Kantine Benjamin hier in Chemnitz bereits mehrfach erwähnt wurde und in etwa derart umrissen werden könnte, ob das Institut alles Menschenmögliche dafür getan hat oder hätte, Benjamin zu retten. Also, und hier müssen eben die Namen Hannah Arendts oder Helmut Heißenbüttels erwähnt werden. Also Helmut Heißenbüttel war zentraler Protagonist von Robert Pursches Vortrag. Und er hat auch noch andere Namen genannt. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Diese Namen sind eben mit dieser Kontroverse um die Frage der Rettung Benjamins verbunden. Und diese große Frage der Rettung Benjamins auch nur ansatzweise beantworten zu wollen, möchte ich mich also weder ansatzweise moralisch anmaßen, noch halte ich, und das finde ich viel wichtiger, jedweden Versuch der abschließenden Beantwortung einer solchen Frage entscheidend. Ich halte das nicht für entscheidend, die Beantwortung, im Sinne einer möglichst präzisen Rekonstruktion des Sinngehalts der Zeugnisse der ProtagonistInnen dieser Kontroverse. Im Kontrast dazu möchte ich viel mehr an den Punkt anknüpfen, an dem wir bereits zwei Motive Walter Benjamins in seiner eigenen Beschreibung seiner Beziehung zum Institut ausgemacht haben, die wir also konkret im Material vorfinden können. Den Selbstvorwurf der Zögerlichkeit sowie eine diffuse Befürchtung, die Beziehung zum Institut, von dem er materiell vollkommen abhängig ist oder sich zumindest so fühlt, könne jederzeit aufgekündigt werden. Mit diesen Kernmotiven vor Augen muss festgehalten werden, ein Verdachtsmoment, dass Mitglieder des Instituts für Sozialforschung im Hinblick auf Walter Benjamins Leben, aber auch sein Sterben, irgendetwas zu kaschieren hätten, entsteht damals wie heute in erster Linie dadurch, dass die von Gershom Scholem und Theodor Adorno 1966 erstmalig herausgegebenen Briefe Benjamins, diese zweibändige Ausgabe, an Stellenkürzungen erfuhren, die vor allem Benjamins Schwierigkeiten mit dem Institut adressierten. Also so viel zum historischen Kontext der Gemengelage, aber, wie ich bereits gesagt habe, von großer Wichtigkeit erscheint mir genau an diesem Punkt zu betonen, dass mir daran gelegen ist, zumindest methodisch diese Kontroverse mit ihren sehr verhärteten Fronten, also Vorwürfe des Nicht-Retten-Wollens, des Versagens, der Schuld versus Unschuldsbeteuerung, Überzeichnungen, auch teilweise Herablassung den Anklagenden gegenüber. Also das alles, diese verhärteten Front komplett zu vergessen, also sich komplett von diesem Kontext zu befreien. Und der Hintergrund dafür ist, dass wir gerade, wenn wir einfach nur versuchen würden, das zu bestätigen, was wir meinen, sowieso schon darüber zu wissen,
wie eben so einer, das nennt sich Subsumptionslogik, auf den Leim gehen würden, also ihr folgen würden. Und das heißt so viel wie, wir würden die Antwort auf unsere Frage schon wissen, selbst wenn wir uns mit der Frage noch gar nicht eingehend beschäftigt hätten. Also diese Haltung stünde genau im Gegensatz zur Haltung der Soziologie des Geistes, weshalb ich also bitte, diesen historischen Kontext sofort zu löschen. Denn wir werden sogleich in das Material eintauchen, für das wir eben einen möglichst ungetrübten Blick brauchen. Also möglichst versuchen, das ist natürlich nicht möglich, das ist auch eine große Frage der empirischen, qualitativen Sozialforschung, inwieweit man sich selbst aus der Forschung rauslassen kann. Und man kann sich selbst natürlich als Instrument der Erkenntnis nicht eliminieren, das geht nicht, aber man kann versuchen, in seiner Deutung, in seiner Interpretation diese Vorannahmen bewusst wahrzunehmen als Vorannahmen und dann eben bewusst über sie hinauszugehen, was natürlich nicht bedeutet, dass sie gelöscht sind, aber nicht mit ihnen zu arbeiten, sondern das ist eben der Vorschlag unserer Arbeitsgruppe, wieder ins Material zu gehen, also sich nochmal ganz genau anzugucken, was steht da eigentlich. Also kommen wir zu meinem ersten Beispiel. Das ist ein Brief. Entschuldigung. Das ist ein Brief Walter Benjamins an Gershom Scholem vom 8. April 1939. In der von Scholem und Adorno herausgegebenen Version wird der Brief, den ich für heute ausgesucht habe, folgendermaßen abgedruckt. Ich lese. Eben die Umstände, die meine europäische Situation so sehr bedrohen, werden meine Übersiedlung nach Amerika wohl unmöglich machen. Eine solche wäre nur aufgrund einer Berufung, eine Berufung nur auf Betreiben des Instituts möglich. Eckige Klammer auf, Punkt, 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 eckige Klammer zu, Zitat Ende. Durch die eckigen Klammern zeigen die Herausgeber dieser Edition eine Auslassung an. Diese Stelle geht nach dem Dreipunkt in Klammern weiter mit. Auf ein hilfsbereites Interesse bin ich hier in Paris bei Hannah Arendt gestoßen. Und was ausgelassen wurde, kann man in gewisser Weise erst seit 2001 nachlesen, weil erst da der letzte Band der sechsbändigen Ausgabe der gesammelten Briefe Benjamins erschien. Eben die Umstände, die meine europäische Situation so sehr bedrohen, werden meine Übersiedlung nach Amerika wohl unmöglich machen. Eine solche wäre nur aufgrund einer Berufung, eine Berufung nur auf ein Betreiben des Instituts möglich. Dass die Quote auf 4 bis 5 Jahre vorbelegt ist, wirst du, also Gershom Scholem, ja wissen. Ich halte es nun für sehr fraglich, ob das Institut, vorausgesetzt, das läge in seiner Macht, meine Berufung derzeit würde veranlassen wollen. Denn es ist nicht anzunehmen, dass diese gleichzeitig die Existenzfrage für mich lösen würde. Und diese Frage in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu sehen, wäre ihm vermutlich besonders störend. Und dann danach geht es wieder weiter mit Hannah Arendt in Paris. Und das ist jetzt wieder ein Vorschlag, ich will niemanden zwingen, aber ich fände es interessant zu wissen, wie ihr das versteht und würde jetzt anfangen mit meinen eigenen Überlegungen und dann seid ihr herzlich eingeladen, eure Überlegungen auch zu teilen. Und ich schreibe also, ich persönlich finde diese Passage rätselhaft, also diese ausgelassene Passage finde ich rätselhaft und stelle mir die Frage, wie man ihren Sinn rekonstruieren kann. Mir erscheint vor allem die Formulierung, denn es ist nicht anzunehmen, dass diese gleichzeitig die Existenzfrage für mich lösen würde. Und dann eben weiter, und diese Frage in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu sehen, wäre ihm, dem Institut, vermutlich besonders störend. Und ich verstehe also ganz viel daran nicht und deute daran immer weiter herum, weil dieses Dennis ist nicht anzunehmen, dass diese, ich denke, dass mit diese die Berufung Benjamins gemeint ist, und dann verstehe ich gar nichts mehr. Also wenn, denn es ist nicht anzunehmen, dass diese Berufung gleichzeitig die Existenzfrage für mich lösen würde. Das verstehe ich nicht. Und auch noch diese Frage in seiner, und dann diese Frage, das verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. In seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu sehen, wäre dem Institut vermutlich besonders störend.
Also ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr jetzt Lust habt, mit mir zu deuten. Ich kann aber mir auch vorstellen, dass das gerade ein bisschen überfordernd ist, weil ich das Material ja schon ein bisschen gesehen habe und manche von euch vielleicht noch nie diesen Brief gelesen haben. Ich warte jetzt gerade noch mal so ein Minütchen, nein, ein Minütchen ist ein bisschen zu lang, ein halbes Minütchen ab. Ja, ich glaube, du musst warten, bis das Mikro dir überreicht wird. Kannst du noch mal sagen, von wann der Brief ist? Ja, der ist von, stimmt, das hätte ich mir auch drauf schreiben können, Moment. Klar, ich weiß es eigentlich. 8. April 1939. 8. April, ja. Also da ist er gerade noch so, wenn wir auch jetzt Johannas Beitrag rekapitulieren, da ist er gerade so noch in Paris, bevor er dann im Frühherbst, Herbst aufbricht nach Marseille, um dann eben nach Porbou weiter zu reisen. Ja, sehr gerne. Das könnte sich auch vielleicht auf die Übersiedlung beziehen. Auf die bitte? Auf die Übersiedlung. Auf die Übersiedlung. Für ihn unklar ist, ob die Übersiedlung seine Existenzfrage klären. Also, aha. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, okay, ja, stimmt. Danke. Anne? Ich habe mich auch gefragt, und vielleicht weißt du ja auch noch mehr darüber, aber ob diese Existenzfrage doppelbödig ist oder doppelt gemeint ist, nämlich als einerseits Existenz, wie er überleben kann, also auch so seine ökonomische Existenz, aber auch, ob es so unterschiedliche Positionen innerhalb derer, die sozusagen über diese ganze Immigrationszusammenhänge und wie sie das machen und das Fortlaufen des Instituts und ihrer eigenen Forschung sozusagen, ob das wie so zwei verschiedene Ebenen sind und ob deshalb das so widersprüchlich erscheint, weil sozusagen da zwei verschiedene Existenzen angesprochen werden. Und ich mich da auch frage, ob es sozusagen halt Uneinigkeit auch darüber gab, inwiefern sozusagen, wo man eigentlich hingeht und wer eigentlich was vorhat oder wem, ja, also wo es bestimmt ja auch Ambivalenzen gab zwischen diesen Entwürfen. Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Hinweis und auch eine sehr gute Frage, die ich mir auch stelle. Und dahingehend fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Das erste wäre, dass in Chrysilla Kambas Buch über Walter Benjamin im Exil, also da entwickelt sie eine These und diese These lautet sinngemäß, dass man Walter Benjamins Exil vor allen Dingen aus seinen Produktionsbedingungen als Schriftsteller und oder einfach schreibender Mensch betrachten müsste. Das heißt also, dass die konkreten Arbeitsbedingungen seine Existenz ausmachen, also seine Lebensbedingungen, seine Arbeitsbedingungen eigentlich in eins übergehen und dass das Exil und das ist natürlich auch wieder ein historisch zu verankernder Begriff, aber diese Schriftstellerexistenz, ja, die ja auch basiert auf das, genauso, ich glaube, jemand aus dem Publikum fragte gestern Janie, inwieweit die Figur des Flaneurs eigentlich, also wie woran man da eigentlich denkt, und man denkt natürlich an das männliche bürgerliche Subjekt. Also das nur so als Kritik, aber das fällt mir so ein. Und also, dass diese Arbeitsweise und Produktionsweise in diese Existenz mit reinspielt. Und das andere ist ganz sicher, dass Benjamin, und da könnten wir auch gleich in das weitere Material übergehen, es war für uns heute erscheint es total logisch, was passiert ist. Also dann kam das, dann war 33, dann war 41, dann war 45 und dann irgendwann kam die Befreiung so ungefähr. Oder man kann sich auch darüber streiten, ob es eine Befreiung war, aber im Sinne von, ob wir jetzt wirklich alle so befreit sind von Faschos. Aber
damals wusste man das natürlich nicht. Und Benjamin wusste auch nicht, in welche Richtung das Institut geht. Also in was da möglich ist, wie das Institut sich institutionell verankern wird, welche Synergien möglich sein werden. Und meine These ist aber, dass Benjamin genau in dieser Passage zeigt, dass er unsicher darüber ist, welche Rolle er seine Existenz für die Existenz des Instituts spielt. Das ist meine These. Und voll, also ich habe mich ja mit Jörg Später und Robert Pursche dann noch unterhalten und war eben nicht einverstanden mit der Deutung, dass man jetzt einfach sagen muss, ja, das Institut, super, das und so, sondern dass gerade man sich eben angucken muss, was da eigentlich passiert ist und dass mir persönlich das schon sehr interessant und seltsam erscheint, dass ausgerechnet diese Passage weggelassen wurde. Zumal sie eben so widersprüchlich ist und gar nicht eindeutig, also da steht weder das eine noch das andere drin. Da steht nicht weder die eine Seite, weder die eine Front noch die andere Front ist meines Erachtens hier so ohne weiteres, findet die Belege. Ja, also hat jemand noch einen dringenden? Ja, Johanna. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine gewagte These, aber wir ist ja vielleicht auch okay, dann da so rumzuspekulieren in dieser Methode. Ich finde das übrigens sehr schön, wie du das machst. Danke. Ich denke jetzt doch wieder auch an Kontext, nicht nur an den Text, aber denke an irgendwie Briefe von Soma Morgenstern, die auch Benjamin in Paris beschreiben, nicht nur Benjamin in Marseille. Und Morgenstern beschreibt Benjamin als sehr, auch schon vor 1940, als sehr niedergeschlagen und so mit psychischen Problemen. Er schläft kaum und so weiter, macht sich große Sorgen um die Politik auf der ganzen Welt, auch ein bisschen losgelöst davon, was jetzt sein Schicksal darin sein wird. Und Morgenstern beschreibt auch immer wieder, dass Benjamin auch gar nicht in die USA eigentlich will oder davor auch Angst hat. Und deswegen verstehe ich jetzt, wenn ich Existenzfrage lese, das nicht nur ökonomisch und auch nicht nur auf die Frage, wie komme ich von den Nazis weg, sondern auch auf seine ganz banale, irgendwie psychische Existenzfähigkeit, die vielleicht auch in den USA nicht, sich nicht einstellen würde, was vielleicht sozusagen sich damit näher und nicht mehr nur aus der Ferne zu befassen, dass Institut für Sozialforschung vielleicht stören würde. Also so kann man das, finde ich, auch verstehen. Ja. Dass er irgendwie denkt, ja, also vielleicht wäre ich dort genauso depressiv wie jetzt hier in Paris und das würde die dann wahrscheinlich stören. Das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Wie bitte? Was? Ja, oder es wäre es ihm peinlich, glaube ich, fast nicht. Weiß ich nicht. Das verstehe ich eher als bisschen abfällig gegenüber dem Institut, dass er denkt, ja, also Scholem ist ja ein sehr enger Freund von ihm, Dirk, sozusagen, du kannst das ja vielleicht irgendwie ab, dass es mir so schlecht geht psychisch, aber diese Pollux und Horkheimers, die wollen sich doch damit nicht befassen. Das ist ein guter gewagt, Punkt. Aber so wunderbar, ja, das ist sehr spannend. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Hinweis, dass man das sich auch nochmal so psychologisch deutend angucken könnte. Wobei da eben auch das Problem vielleicht methodisch oder als Diskussion methodologisch ist, dass wir ja nicht in den, und auch das ist eine formuliert als quasi eine Anmerkung zu allem, wie es auch jetzt die letzten Tage war, man kann ja nicht in den Kopf von Benjamin reingucken. Wir können höchstens versuchen, das, was er uns als Äußerung hinterlassen hat, zu verstehen. Das ist mein Ansatz oder unser Ansatz in der Arbeitsgruppe. Und ich fand Jörg Späters philosophisches Quartett sehr charmant und großartig. Und ich mag das auch total, wenn man dann so Narrationen spinnt. Aber trotzdem ist eben ein wenig trotz das Problem, dass auch da der Eindruck entsteht, zum Beispiel Jörg Später, aber auch ich hätte jetzt Benjamin gekannt, wir hätten alle Benjamin gekannt, das wäre unser bester Buddy gewesen. Und jetzt können wir mal erzählen, wie der eigentlich zum Adorno oder zum Brecht stand. Und das finde ich einfach Quatsch. Also ich finde, das überzeugt mich überhaupt nicht. Ja.
Hey, ja, ja, Caroline. Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass gerade in Bezug auf das, was du über die Methode gesagt hast, also dass es ja darum geht, Menschen im Verband, also in einem sozialen Verband zu betrachten, das ist ja hier auf eine Art und Weise eigentlich zugespitzt, denn es geht ja um eine mögliche Beziehung wirklich von Abhängigkeit. Und ob das jetzt, also wie auch, ob das jetzt primär hier psychologisch ist oder aufgrund bestimmter ökonomischer Situationen oder vermutlich beides. Also das kann man jetzt irgendwie aus dieser Passage und diese Frage in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu sehen, wäre ihm, dem Institut, vermutlich besonders störend. Das können wir da jetzt, also das können wir einfach nicht festlegen, zu welchen Teilen es was ist. Aber offenbar wird genau das irgendwie in Frage gestellt und eben auch dieses Verhältnis von solitär versus halt irgendwie Menschen, die tatsächlich existenziell irgendwie voneinander abhängig sind, beziehungsweise es gibt Machtkonstellationen. Genau, und also genau das ist ja hier irgendwie zugespitzt. Das, also Abhängigkeit ist ein Problem, in welcher Weise auch immer. Oder zumindest unterstellt es Benjamin, dass es ein Problem darstellen könnte für das Institut, dass jemand in der Existenz eigentlich, dass sie darin gebunden wird. Also das ist jetzt nur eine Beobachtung, aber da. Mhm. Ja, spannend. Oh. Christian? Oder geht es einfach an? Okay, sorry, wir waren wahrscheinlich zu. Jetzt ist hier auf dem Bildschirm da. Jetzt, es klappt. Ah ja, ach so, ja. Mhm. Ja. Danke. Danke. Ja, von mir kein Deutungsvorschlag, nur die Frage: gibt ja wohl viel Briefverkehr zwischen Benjamin und Scholem. Jetzt bist du wieder weg. Ja. Nicht du, du bist noch da, ich kann dich sehen. Nee, das war, oder, oh, jetzt, unexpected event. Terror, Angst, Panik. Nein, meine Frage ist die, also wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, ich finde Johannas Vorschlag irgendwie intuitiv auch einleuchtend, aber ich würde in die anderen Briefe mal reinschauen. Das hast du sicherlich gemacht, gibt es da keine Hinweise? Also er spricht ja oder er schreibt da so ein bisschen für mich wie von etwas, da haben wir ja besprochen, meine Existenzfrage. Also gibt es da nicht Hinweise darauf, was er damit meinen könnte? Ja, der Briefwechsel Scholem, Benjamin, der ist sicher insgesamt sehr spannend. Und auch da könnte man auch weiter Bezüge auf Briefe nehmen, was eben auch Ich bin jetzt leider nicht näher eingegangen auf diesen Begriff der Konstellation in der Konstellationsanalyse, aber da spielt sowas auch eine Rolle, eben über die Konstellation und also Konstellationen von Personen, aber auch Konstellationen von Material, damit eben zu arbeiten. Das heißt also, das ist ein vollkommen berechtigter Hinweis, dass man dann auch andere Briefe hinzuziehen kann. Und trotzdem sind andere Briefe in gewisser Weise auch Kontext. Also auch da muss man sich immer wieder fragen, ja, ist das, also ich will mir jetzt diese Passage angucken und versuchen, den Sinn zu rekonstruieren und dann nehme ich noch zur Sättigung meines Materials anderes Material hinzu. So ist der Vorschlag der Verfahrensweise. Aber du sprichst was Gutes an und ich würde jetzt auch, also in Anbetracht der Zeit, ich schlage vor, jetzt in das andere Material zu gehen und mein Vorschlag wäre, dass, also ich finde, es war sehr interessant, was ihr gesagt habt und sehr, auch die Deutungen sehr, haben mir jetzt persönlich auch wieder weitergeholfen, die Lesarten. Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt einfach das Material, das ich mitgebracht habe, vorlese. Ihr könnt mitlesen auf den Folien und dann gucken wir, was sich in der Diskussion ergibt. Oder? Ja. Jetzt ist wichtig zu wissen, dass die Auslassungspunkte in den runden Klammern hier nichts mit der Herausgeberschaft zu tun haben, sondern meine Auslassungen sind, um eben in der Kürze der Zeit das besprechen zu können. Was mir wichtig ist, habe ich
Passagen rausgenommen und das kann man aber alles jetzt nachlesen. Also das ist alles, die Quellen sind dann auch jeweils angegeben am Ende der Zitate. Also, Walter Benjamin schreibt an Max Horkheimer am 15. Dezember 1939, ich zitiere: Lieber Herr Horkheimer, soeben erhielt ich einen Brief des National Refugee Service, den ich in Kopie beifüge. Da Sie mir diesen Brief nicht angekündigt hatten, nehme ich an, dass er nicht auf eine Initiative Ihrerseits zurückgeht. Ich glaube, der Brief könnte meine Lage entscheidend bessern und eine solche Chance dürfte sich kaum ein zweites Mal ergeben. Meine Pariser Freunde, mit Ausnahme von Adrienne Monet, drängen mich zur Abreise. Aber Sie wissen ja, dass übereilte Entschlüsse nicht meine Sache sind und das hat sich nicht geändert. Dafür habe ich mir angewöhnt, gehorsam Empfehlungen meiner wenigen bewährten Freunde zu befolgen. Und ich werde nicht vergessen, dass ich Deutschland ohne Frau Adornos Drängen seit März 1933 nicht verlassen hätte. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie sehr ich mich durch meine Freunde und meine Arbeit mit Frankreich verbunden fühle. Nichts in der Welt könnte mir die Bibliothèque Nationale ersetzen. Außerdem bin ich seit 1923 in Frankreich immer gut aufgenommen worden, angefangen beim Wohlwollen der Behörden bis zur Ergebenheit meiner Freunde. Dennoch könnte mein Leben und meine wissenschaftliche Arbeit hier vom einen auf den anderen Tag bedroht sein. Insbesondere könnten die Auswirkungen des Krieges derart strenge Reglementierungen nach sich ziehen, dass darunter alle zu leiden hätten. Diese Gedanken zwingen mich, das Angebot im Brief des Refugee Service ernsthaft zu erwägen. Unter diesen Bedingungen wird natürlich Ihr Rat für mich am stärksten ins Gewicht fallen. Ich möchte nämlich verhindern, dass meine Ankunft in Amerika, etwa durch materielle Probleme, eine Freundschaft belastet, die derzeit nicht nur die einzige Stütze meines materiellen Lebens, sondern auch nahezu mein einziger moralischer Halt ist. Ebenso wenig möchte ich eine Entscheidung zu leicht nehmen, die gewiss mit viel Aufwand und Mühe verbunden wäre, da ich mich um ein Ausreisevisum kümmern müsste. Es scheint nicht einmal sicher, ob ich dieses vor meinem 49. Geburtstag erhalten würde, der erst in einigen Monaten bevorsteht. Hier ist der Hintergrund, dass man war kriegspflichtig bis eben zum 49. Geburtstag in Frankreich als Mann. Darauf spiele ich in meinem Antwortschreiben an den Refugee Service an, das ich als Kopie beifüge. Ich bitte Sie also, mich eindeutig wissen zu lassen, ob ich Ihrer Meinung nach in Frankreich bleiben oder zu Ihnen in die Vereinigten Staaten kommen soll. Mir liegt wirklich sehr viel daran, Ihre Einschätzung zu erfahren, womit ich mich jedoch keineswegs vor der Verantwortung für das drücken möchte, was ich leider als mein Schicksal bezeichnen muss. Mir geht es allein darum, meine Entscheidung im vollen Bewusstsein der Umstände zu treffen. Endlich habe ich die Fahnen Ihres Aufsatzes über die Juden und Europa gelesen. Seit Jahren hat mich keine politische Analyse so beeindruckt wie Ihr Text. Er ist der Glockenschlag, auf den wir seit langem gewartet haben und der wahrscheinlich nicht früher gehört werden konnte. Das ist die deutsche Übersetzung des französischsprachigen Originals Max Horkheimers gesammelte Schriften, Band 16. Also am 15. Dezember schreibt das Walter Benjamin an Max Horkheimer und Max Horkheimer antwortet am 10. Januar 1940. Lieber Herr Benjamin, soeben erhielt ich Ihren Brief vom 16. Dezember und möchte sofort kurz darauf antworten. Wegen einer akuten Bronchitis bin ich leider sehr matt, aber ich kann Ihnen derzeit ohnehin nichts Verbindliches schreiben. Wie Sie schon ahnten, hat Frau Rasowski vom National Refugee Service nicht in unserem Auftrag gehandelt. Derzeit vermag ich nicht einmal die Folgen Ihrer Initiative abzusehen. Bislang war ich fest davon ausgegangen, dass man wegen der hohen Zahl von Bewerbern für amerikanische Einreisevisa, die ihre Anträge bereits bei diversen Konsulaten gestellt haben, bei neuen Kandidaten mit jahrelangen Wartezeiten rechnen müsse.
da die Konsulate grundsätzlich keine Besuchervisa an solche Personen vergeben, die schon Einwanderung beantragt haben, hätte ich Ihnen sogar davon abgeraten, überhaupt ein Einwanderungsvisum beim Konsulat zu beantragen. Doch vielleicht irre ich mich. Oder die Richtlinien wurden seit Kriegsbeginn geändert. In diesem Fall müssten wir diese Chance unbedingt nutzen. Meines Wissens bleibt dem Begünstigten nach Erteilung des Visums ein halbes, bei Verlängerung sogar ein ganzes Jahr bis zur Abreise. Können Sie sich selbst über das alles erkundigen, insbesondere über die aktuellen Wartezeiten von der Antragstellung bis zur Erteilung des Visums? Was die finanzielle Seite angeht, so ist dieses Problem in Frankreich zweifellos viel einfacher lösbar als hier. Wie Sie wissen, würde Ihnen das Institut in Frankreich oder auch andernorts gerne ein deutlich höheres Gehalt zahlen, als Sie derzeit beziehen. Immerhin gehören Sie jenem kleinen Mitgliederkreis an, von dem unser theoretisches Werk ganz und gar abhängt. Wenn Ihnen das Institut bis dato nicht mehr gezahlt hat, so ausschließlich deshalb, weil das Geld fehlte, das schreibt Horkheimer, also ein halbes Jahr oder sogar weniger, fünf Monate, nachdem die Adornos in Bar Harbor Urlaub machen. Und wohlgemerkt, also das war jetzt schon nach 1933 und in manchen Vorträgen wurde ja eben auch gut nachgezeichnet, dass also Kapital, das selbst wenn die Elterngeneration erfolgreiche UnternehmerInnen waren, geschrumpft ist aufgrund eben der Deflation und auch eben der Weltwirtschaftskrise von 1935-1936 und dass also in jedem Fall das kein Vermögen war, auf das irgendjemand hätte leicht zurückgreifen können, es sei denn, wie im Fall des Instituts für Sozialforschung, man hätte von vorn, also schon sehr, sehr früh dieses Kapital entsprechend angelegt, unter anderem aus erstmal Deutschland und dann überhaupt aus Europa abgezogen. Und das alles steht in Ansätzen, also das ist leider ein dünneres Buch, aber im argentinischen Krösus von Jeanette Erazo-Heufelder beschrieben. In den Vereinigten Staaten stünde Ihnen also nur die gleiche Summe, $80, zur Verfügung wie in Frankreich, was erhebliche Einbußen bedeutete. Zwar bilde ich mir ein, dass diese teilweise durch unsere Gesellschaft und das Leben in der Gruppe wettgemacht würden. Allein aufgrund dieser Annahme kann ich Sie aber nicht dazu ermutigen, die Entbehrungen eines Lebens zu unterstützen, das, wenn auch gewiss nicht unwürdig, so jedenfalls äußerst bescheiden wäre. Nach diesen sehr konfusen, durch meinen Gesundheitszustand beeinträchtigten Bemerkungen bestehe ich darauf, dass Sie möglichst schnell, dass Sie sich möglichst genau nach den Wartezeiten für Einwanderungsvisa erkundigen. Diesbezüglich erwarte ich Ihre Auskünfte. Jedenfalls würde ich das Problem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zunächst müsste man wissen, ob es noch Besuchervisa gibt, wie Sie im alten Jahr angenommen hatten. Falls nicht, könnten Sie ja vorsorglich ein Einwanderungsvisum beantragen, das Sie, wenn es erst in einigen Jahren erteilt wird, bestimmt nicht zur überstürzten Abreise verpflichten würde. Bekämen Sie das Visum erheblich schneller, könnten Sie es ja immer noch verfallen lassen. Ich bin sehr froh, dass Ihnen meine Gedanken zum Problem des Antisemitismus gefallen haben. Sie dürfen glauben, dass es mir auf das Urteil nur sehr weniger Menschen ankommt, deren Meinung mir jedoch wirklich am Herzen liegt. Noch einmal herzlichen Dank. Max Horkheimer schreibt an Walter Benjamin am 5. Juni 1940. Lieber Freund, ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 8. Mai erhalten, worin ich Ihnen bestätige, dass Sie als Mitglied unseres Instituts für soziologische Forschung zuständig sind. Ihre letzte Nachricht, die uns erreichte, datiert vom 5. Mai. Das ist das, was, egal ob jetzt in dem Film von Film Who Killed Walter Benjamin, Rolf Tiedemann sagt oder auch Jörg später wiederholt hat. Also das ist mit dem Visum gemeint, das dann Benjamin hatte. Also mit Hilfe dieser Bestätigung konnte er ein Quotenvisum bekommen. Also ein Einreisevisum in die USA. Also man wollte wissen, inwiefern diese Person einer Institution in den Staaten bereits angehört und hat dann unter erleichterten Bedingungen Einreisevisa in die USA erteilt. Frankreich gleichzeitig hat eben unter anderem, weil die Vichy-Regierung zum Teil kollaboriert hat mit
der NS-Regierung des faschistischen Deutschland hat keine Ausreisevisa erstellt. Und zwar ist der Hintergrund, dass Walter Benjamin wohl, ich habe die Dokumente noch selber nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht so sagen, aber von der Gestapo gesucht wurde oder zumindest deutsche Organe auf ihn aufmerksam waren. Und unter anderem deswegen, aber auch einfach als politisches Druckmittel, wurden keine Ausreisevisa aus Frankreich erteilt. Aber wenn ihr aufmerksam gelesen habt, dann ist dieses Quotenvisum so oder so ein Problem, weil die Quote auf Jahre ausgebucht ist. Wir sind gleich fertig. Walter Benjamin antwortet Max Horkheimer am 16. Juni 1940: Lieber Herr Horkheimer, ich hatte Ihnen versprochen, Sie so häufig wie möglich über meine Lage zu unterrichten. Derzeit ist das Wichtigste, dass ich umgesiedelt bin. Gewiss werden Sie es mir nachsehen, wenn ich mich heute kurz fasse. Die letzten 14 Tage und die Reise haben mich sehr ermüdet. Gewiss ist es überflüssig, die Bitte aus meinem letzten Brief zu wiederholen, so schnell wie irgend möglich bei den amerikanischen Behörden vorzusprechen. Ich kenne die aktuelle Adresse des Konsulats nicht. Daher bitte ich Sie, dem Konsulat von New York aus meine neue Adresse mitzuteilen. Ein Brief des Konsulats, der mir bescheinigt, dass ich unverzüglich mein Visum abholen kann, hätte für mich lebenswichtige Bedeutung. Also das ist eigentlich hervorgehoben. Ich weiß nicht, das ist, ja. Genau, also dieses ein Brief des Konsulats ist hervorgehoben im Original. Aufgrund meiner derzeit sehr günstigen Situation könnte ich wahrscheinlich bald in New York eintreffen, sofern ich ein Visum bekäme. Wie in meinem letzten Brief dargestellt, nehme ich an, dass die Berufung auf einen Lehrstuhl, mit der ich ein Sondervisum erhielte, der schnellste, vielleicht auch der einzige Weg zur Lösung wäre. Zu den vielen ängstlichen Gedanken, die mein Inneres verdüstern, kommt noch die Ungewissheit über meine Manuskripte, die ich ebenso wie meine ganze Habe in Paris zurücklassen musste. Also das ist sogar Sommer, das ist nicht mal Frühherbst, das ist wirklich Sommer. Bitte grüßen Sie, lieber Herr Horkheimer, meine Freunde herzlich von mir, denen ich mich tief und aufrichtig verbunden fühle. Benjamin. Gibt es Fragen oder weitere Deutungen der Texte, die da an die Wand geworfen wurden? Du hast jetzt gar nicht nochmal deine eigene Deutung gesagt, aber mich würde mal interessieren, also der Brief von Horkheimer klingt für mich sehr, also irgendwie wie, als würde er eine Eindeutigkeit darin, dass zum Beispiel das Institut sich nicht dafür einsetzen können wird und dabei ist nicht klar, ob es nicht sozusagen das Interesse hat oder sich damit gefährdet oder, also ich will jetzt dem nicht unterstellen, dass es, aber es ist eindeutig, dass sie nicht zusichern, dass sie sich bemühen werden, ihm zu helfen, egal auf welcher Existenzebene sozusagen, die Benjamin auch ja wieder mehrdeutig anspricht. Und irgendwie klingt das aber die ganze Zeit so, als würde subtil, die Gründe halt dafür werden halt nicht genannt. Also einerseits wird gesagt, ja, Benjamin ist für uns ein sozusagen wichtiger Denker der Theoriebildung des Instituts. Und gleichzeitig ist der so distanziert, der Brief, und so sozusagen so wenig empathisch mit seiner Situation, wie es mir schien, oder klingt so distanziert, dass ich an dich die Frage hätte oder so, wie du das deutest. Also ich persönlich lese da einfach raus, dass sie ihm nicht helfen können. Und fand es auch ziemlich krass. Also ich finde den Brief richtig krass von Horkheimer. Ja.
Also was man hier gerade nachlesen kann, ist das, und damit, also ich wollte eben einen Bogen schlagen, dass Benjamin schon am 8. April 1939 an Scholem schreibt: Ich denke nicht, dass sie mich berufen würden. Und das, wenn wir dann angucken, wie, und ich habe das ja auch nicht umsonst gesagt, es vergehen 3,5 Wochen zwischen dem 10. oder 15. Dezember und dem 10. Januar 1940, und eine akute Bronchitis ist richtig scheiße, aber Entschuldigung, ist richtig, richtig nervig, aber ist jetzt nicht so, dass man, also ist nichts im Vergleich zum faschistischen Europa. Also so Kleinigkeiten stoßen mir da auf oder fallen mir da auf erstmal. Und dann gleichzeitig eben, dass Benjamin immer wieder sagt, also Benjamin zeigt eigentlich relativ deutlich, meines Erachtens sieht man das im Material, was ich brauche, ist eine Berufung auf einen Lehrstuhl, dann bekomme ich ein Sondervisum. Selbst mit dem Einreisevisum, endlich im Übrigen im Mai, Juni 1939 bekommt er ein Einreisevisum in die USA. Selbst damit, und das, auch das schreibt Horkheimer davor, dass die Quotenvisa ausgebucht sind. Also damit, das ist sozusagen ein Papier, das nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise, also ihm helfen kann in dem Moment, oder wo man pokern muss eigentlich. Und auch ich finde diese Gleichzeitigkeit von einerseits eben wissen, dass die Quotenvisa ausgebucht sein werden, und gleichzeitig aber, ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was da ist, was jetzt die Konditionen sind, wo gehen Sie mal, machen Sie mal selbst, ist eine solche Verkennung der europäischen Situation. Und ich meine, damals gab es Telegramme, also die, wenn Pollock in Frankreich war oder überhaupt in Europa war, in der Genfer oder auch in der niederländischen Abteilung des Instituts, dann haben sich Horkheimer und er teilweise täglich Telegramme geschrieben. Also es ist nicht so, als würde man in den 30er Jahren keine Kommunikationsmittel haben, um sehr gut nachzuverfolgen, was in Europa passiert. Also, und Benjamin, wie wir ja auch gehört haben, war in Internierungslagern. Benjamin war war bedroht davon, wieder in ein Lager zu kommen. Und aus dem ersten Internierungslager ist er auch im Übrigen nur mit Hilfe von dem Refugee Service und unter anderem Rasowski und anderen AkteurInnen wieder rausgekommen. Und da passiert ja auch was Interessantes, nämlich Horkheimer sagt, ja, ist ja schön, dass sich Frau Rasowski um sie gekümmert hat, aber das ist wahrscheinlich kontraproduktiv. Ja, und umgekehrt, ohne halt etwas, also selbst da hat er noch kein Einreisevisum in die USA. Selbst als das geschrieben wird, hat Anfang 1939 hat Walter Benjamin kein Einreisevisum in die USA. Und insofern, also mir fällt es einigermaßen schwer, da mich so auf diese Narration dann entsprechend einzulassen, dass da riesengroße Bemühungen zu sehen sind. Ja. Nur ganz kurz vorab die Information, dass wir ja im Livestream sind. Das heißt, Leute, die nicht mitgeschnitten werden wollen, die mögen das dann im Vorfeld sagen, sorry für die späte Info. Der Livestream. Und kannst du sagen, was sozusagen, also weil das ist ja so eine Frage, die drängt sich jetzt auf irgendwie. Das ist ja, du hast es, die Texte ja auch schon, finde ich, in Anführungsstrichen vorwegnehmend so gelesen, wie du jetzt auch deine Deutung sozusagen stark gemacht hast. Und was wäre denn, oder was wären denn vorstellbare Gründe sozusagen, weil das ist ja so ein bisschen, also ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich bin sozusagen hier als eine, die all das nicht gelesen hat. Und das wäre ja dann die nächste Frage, ist es das, was du gesagt hast, die Verkennung der Lage tatsächlich? Also wir sitzen da irgendwie in New York, LA und haben irgendwie keine richtige Ahnung, was ich mir, also wie du auch gesagt hast, kaum vorstellbar ist, oder ist es so ein Abwarten, das wäre, ist jetzt alles zu viel Mühe und eigentlich schreiben die dann so ein Ding oder der Typ ist kompliziert? Oder? Ja, das ist eine super Frage und ich kann darauf keine eindeutige Antwort geben, weil das eben eine Forschungsfrage ist, die akribisch
eigentlich mit Quellen unterlegt werden muss, aber ich kann ein paar Komponenten andeuten. Also genau, so spekulieren würde ich jetzt nicht wollen, aber bekannt ist, Philipp Lennart hat erst voriges Jahr eine Biografie, die erste Biografie zu Friedrich Pollock geschrieben und veröffentlicht. Und was vielleicht auch nicht alle wissen, aber was eigentlich in jeder Studie, größeren Studie zur Frankfurter Schule, sei es jetzt zum Beispiel Wiggershaus oder Martin Jay mit seiner dialektischen Fantasie, was immer wieder erwähnt wird, ist, dass Max Horkheimer und Friedrich Pollock, die Jugendfreunde waren, wie ja Benjamin selber schreibt, einen Vertrag hatten, eine Art Freundschaftsabmachung, die besagt hat, dass vor dem Exterieur kommt das Interieur. Also sie sind das Interieur, Pollock und Horkheimer, und also dann hat ja Horkheimer recht bald dann Rose Rika, geborene Rika, dann eben Rose Horkheimer, bekannt als Maidon, geheiratet. Also sie noch sozusagen in diesen quasi familiären Verbund integriert, und dann hat Pollock auch geheiratet, aber das ist relativ dramatisch. Dann ist André, genannt D. Pollock, gestorben an Krebs 1939, 40. Also das sozusagen auch eine Einbettung in einer konkreten Situation. Und trotzdem gab es Prioritäten. Und von diesen Prioritäten erzählen jetzt nicht nur zum Beispiel Horkheimer, wo er an Krautheimer schreibt, Krakauer, wo er an Krautheimer schreibt, wenn er sagt, da sind zwei, die haben eine konkrete Vorstellung davon, wie sie ihr Leben leben wollen, nämlich großbürgerlich. Und Jörg Später hat auch erzählt, eigentlich war Walter Benjamin, also auch Max Horkheimer, kommt aus sehr bürgerlichen, aber womöglich noch nicht so ganz großbürgerlichen, also aus so einer Kaufmannsfamilie. Hat auch später angefangen zu studieren, weil er erstmal gezwungen war, genauso wie Pollock eine Ausbildung zu machen. Das wollten deren Unternehmerväter so. Und die hatten eine ganz klare, also es gab ganz klare Prioritäten. Es war ganz klar, wer oben auf der Liste steht. Und selbst Teddy Adorno kam nicht sofort in die USA, der musste über Oxford erstmal. Und wenn man sich jetzt sowas anguckt, wie überschwänglich Walter Benjamin den Juden und die Juden und Europa-Aufsatz Horkheimers lobt, dass also 39 einen Aufsatz über die Juden und Europa zu schreiben und gleichzeitig nicht zu wissen, wie das Leben dort aussieht, das ist so ein bisschen der erste Stein des Anstoßes, und dann kommen noch fortfolgende. Und Benjamin lobt, das ist ja auch eine Währung, ne? Also man sieht auch darin so ganz stark diese Abhängigkeit und das Bewusstsein darüber, sich die Liebe oder Zuwendung und die finanzielle Zuneigung verdienen zu müssen. Und man muss eben sagen, dass dieser Urlaub in Bar Harbor nur so eine Facette ist. Es gibt Erzählungen davon, wie die Institutsmitglieder, vor allen Dingen Horkheimer und Pollock, in New York gelebt haben. Es gibt so, mir fällt jetzt leider gerade nicht ein, wer das gesagt hat, aber so Aussagen von, dass manche nichts mit dem Institut zu tun haben wollten, weil die so dicke Schlitten fuhren. Die fuhren damit ihren Rolls Royce vor, und damit, das schreckte auch Leute ab, vor dem Hintergrund, dass man wusste, dass das aus Europa emigrierte Verfolgte eigentlich sind. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, das wäre die eine Facette. Und eine andere Facette ist, dass von Hans Meyer, das ist auch so ein Soziologe, ein Intellektueller der Zeit, überliefert ist, dass, und das ist eine Überlieferung, das ist sozusagen jetzt von mir third hand weitergegeben, dass Horkheimer drei Leute auf den Tod nicht ausstehen kann, das ist sinngemäß, Wort in diesen Worten: Brecht, Benjamin und noch jemanden, den ich vergessen habe. Also manchmal hat es ja auch so eine total irrationale Komponente, warum jetzt Horkheimer, und das hatte auch Jörg Später so ein bisschen gezeigt, dass Horkheimer nicht so viel mit Benjamins Denken anfangen konnte. Frank Vogt, ist Frank Vogt schon da? Nein. Der macht den Workshop morgen gemeinsam mit seinem Kollegen. Hat zum Beispiel darüber geschrieben, dass unter anderem Horkheimer stark in die Texte, die in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen sind, eingegriffen hat. Und Jörg Später sagt dazu, dass er das nicht so schlimm findet, dass das ja auch irgendwo ein normaler Redaktionsprozess ist, und das finde ich auch. Und trotzdem kann man sich das halt angucken und eigentlich gut nachvollziehen, womit Horkheimer zum Beispiel auch einfach im Denken Benjamins nichts anfangen konnte.
Das wären jetzt so zwei Komponenten, die aber jetzt nicht in aller Vehemenz diese Frage beantworten, weil ich das eben erst ausarbeiten muss. Ja, danke. Anne und... Genau. Ich habe dazu nur eine ganz kurze Nachfrage. Weißt du, wie andersrum Benjamin, also weil ich fand zum Beispiel, dass die Passage, wo Benjamin über Horkheimers Buch wiederum schreibt, leicht ironisch oder auch so nicht ironisch, also weißt du, wie es andersrum war, was sozusagen... Ach so. Ja, also am bekanntesten ist ja, dass das Institut, aber da vor allen Dingen auch von Adorno ausgehend, den Baudelaire-Absatz abgelehnt hat und auch dieser Fuchs-Aufsatz nicht so erschienen ist wie. Aber ich muss sagen, dass ich mich jetzt mit den konkreten inhaltlichen Zerwürfnissen noch nicht so eingehend beschäftigt habe. Also das ist vielleicht auch was, was jetzt Frank, der halt morgen den Workshop macht, besser weiß. Genau, aber zu diesem Juden, die Juden und Europa Aufsatz von Horkheimer weiß ich, dass einzig Gershom Scholem, der ja auch so als der jüdische Intellektuelle mit Betonung auf jüdisch als ein solcher irgendwie tradiert wird, das war der einzige, der den Juden und Europa Aufsatz offen kritisch, also der offen gesagt hat, dass es... Es gibt so einen Brief an Benjamin, wo Scholem schreibt, sinngemäß, Horkheimer hat keine Ahnung von der Situation der Juden, er hat unsere Lage nicht verstanden und alle anderen schmieren da teilweise wirklich Horkheimer auch Honig ums Maul, weil an jedem Text gibt es was kritisch anzumerken, wenn man wirklich daran interessiert ist, gemeinsam das, und auch da verweise ich mal kurz auf Jörg später, weil er auch nochmal von dieser, zwar für, also da, das philosophische Quartett meint Krakauer, Bloch, Adorno und Benjamin, also da ist Horkheimer nicht drin in der Konstellation und nichtsdestotrotz, dass ja auch so eine leicht paranoide, jeder fand sich selbst das große Genie und paranoider, auch ziemlich narzisstischer, so eine Atmosphäre geherrscht haben muss, wo man auch in Konkurrenz zueinander stand. Und ich finde, dass man durchaus die Deut- oder die Lesart entwickeln könnte, dass auch dieses Horkheimer eher gefallen wollen eben darauf verweist, dass es überhaupt keine also noch nicht mal ansatzweise eigentlich demokratische Struktur im Institut gab, was im Übrigen auch belegbar ist, also was auch Rolf Tiedemann beschreibt, also dass das Institut offiziell auch eine sehr hierarchische Struktur hatte. Also, dass die Hierarchien deutlich waren, Horkheimer ist der Institutsleiter und für die inhaltliche Ausrichtung verantwortlich und Pollock verwaltet die Finanzen. Und alles andere, ja, also so die Drohungen, Zahlungen einzustellen, gab es immer wieder. Also bei Wiggershaus gibt es in seinem großen Buch Die Frankfurter Schule gibt es so einige Passagen aus Briefen, wo dann die sich untereinander, also diese Spitze Pollock, Horkheimer, Adorno sich darüber austauscht, wie seltsam das ist, wie die einzelnen Mitglieder so auf quasi diese On-Off-Dynamik reagieren. Also mit Marcuse war es so, mit Kirchheimer und Franz Neumann, das ist offizielle, also auch Geschichtsschreibung, dass die ja, wenn man so will, geschasst wurden oder zumindest dann auch nicht mehr zum Institut gehörten. Marcuse hat unter anderem auch deswegen für den Geheimdienst damals gearbeitet, weil eben er nicht volles Mitglied im Institut werden konnte. Und das ist sehr spannend und auch da, also du kennst ja das Buch von Jeanette Heufelder, weil du es auch gelesen hast, aber also das sind ja genau diese Aspekte, wo man nochmal richtig gut nachprüfen muss. Sie hatten kein Geld, inwieweit das wirklich stimmt. Und ich kann nur jetzt auch hier als Nebenstrang einfach anreißen, dass Pollock und Horkheimer, aber vor allen Dingen Pollock, an die Börse gegangen sind mit dem Institutsvermögen, mit dem Gestifteten von Felix Weil und Hermann Weil, seinem Vater, einem sehr, sehr reichen Weizenhändler, und sich da richtig krass verspekuliert hat und 35, 36 mit Börsencrash also unglaublich viel verloren hat, weil sie an die Börse gegangen sind, wo man sich fragen kann, ja, mussten sie das überhaupt?
habe nur zwei Anmerkungen. Das erste ist, also wenn du zu, ich weiß, vielleicht ist dir das eh schon untergekommen zum Thema diese Dekadenz auch von Horkheimer. Ich kann mich erinnern, dass in dieser tollen Benjamin und Brecht Ausstellung irgendwo auch so ein Brief war von Brecht oder ein Tagebuch, wo er beschreibt, dass er irgendwo in Kalifornien auf so einer Party war von denen und da total darüber kotzt, wie dekadent die sind. Und eine andere Sache, also ich möchte jetzt da auch nicht irgendwie Horkheimer in Schutz nehmen oder irgendwas, aber genau, du hast ja auch am Anfang gesagt, es geht uns jetzt nicht darum, da irgendwie die Schuldfrage zu klären, aber von allem, was ich auch in der Recherche zu meinem Marseille-Stück irgendwie gelernt habe, kann ich mir schon vorstellen, dass es immer irgendwie Anfang 39 möglich war, die Situation zu verkennen auch. Und irgendwie aus der, ja, also es hat ja schon auch einen Grund, dass die alle dann im, erst im Sommer 40, Winter 41 alle erst in Marseille waren, sonst wären die da ja alle früher schon weg gewesen, wenn nicht alle bis zum Einmarsch der Deutschen in Paris irgendwie gedacht hätten, das wird schon alles irgendwie werden. Und sich einfach nicht vor, das war ja auch noch vor Kriegsbeginn irgendwie, April 39. Ja. Und genau, also das ist auch ein ganz komischer Vergleich jetzt mit der Corona-Krise, aber ich meine, man ist sozusagen, bevor solche irgendwelche so Katastrophen passieren, glaube ich, ist auch in der Gesellschaft ein ganz großes Bedürfnis zu denken, das wird schon irgendwie werden, so. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Das schon in dem Brief irgendwie auch, denke ich, auch, hat Bronchitis, weiß ich nicht, wann habe ich zuletzt versucht, irgendwie eine gute E-Mail zu schreiben, wenn ich Fieber hatte. Ja, nein, das ist, nee, das ist jetzt auch. Nehmen, aber ich finde, ja, das schon. Nein, so, absolut. Denken, ja, okay. Absolut. Also das ist jetzt auch leicht, also gut, danke, dass du das mir mal sagst. Das war jetzt auch Polemik von mir ein bisschen, das jetzt so zuzuspitzen. Und trotzdem, im Russischen, was meine Muttersprache ist, gibt es so einen Spruch, der heißt, der Satte kann den Hungrigen nicht verstehen. Also jemand, der satt ist, versteht nicht, was Hunger ist. Und so ähnlich ist diese Situation bestimmt auch. Und vor dem Hintergrund, einer Lebenssituation ist eine Bronchitis, was ganz schrecklich ist. Und vor dem Hintergrund einer anderen Situation ist es so das kleinste von allen Übeln. Und trotzdem finde ich, also auch in dem Briefwechsel, wenn man sich den anguckt, es kann schon schneller gehen. Es kann schon schneller gehen. Und ich in den gesammelten Schriften, in diesem Band 15, 16, wo die Briefe von Max Horkheimer und auch teilweise so kleine Briefwechsel abgedruckt sind, sieht man auch, dass er Briefe geschrieben hat in der Zeit. Also war das nicht Priorität? Das nur dazu und das andere, inwiefern man die Lage verkennen kann. Ja, das ist wahrscheinlich eine der größten Fragen der deutschen Geschichte. Also würde ich sagen, weil hätte oder hätte nicht, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Was ich aber sagen würde trotzdem ist, es gab Beispiele wie zum Beispiel Günther Stern, der sich später Günther Anders nannte, der seine komplette Familie 1933 mit der Machtergreifung der Nazis sofort ausgeschifft hat. Also es ist nicht so, dass, und dem wurde auch Paranoia vorgeworfen und so weiter und so fort, und er hat gesagt, nee, das geht nicht gut aus. Umgekehrt ja auch dieses, wie sehr es einen betrifft, was wie auch ausgearbeitet wurde in einigen Beiträgen auch mit der eigenen jüdischen Identität zu tun hatte. Also dass zum Beispiel eine These ist, dass Adorno erst so spät gegangen ist, weil er dachte, ihn wird es nicht tangieren. Insofern er zu so einer sehr assimilierten Familie, aus einer sehr assimilierten Familie entstammte. Und das andere ist, dass Walter Benjamin war in einem Internierungslager in Frankreich. Er war in einem Lager und er bezeichnet das, glaube ich, auch in irgendeinem Brief oder so als Konzentrationslager, was also im Sinne von Konzentration, also sozusagen Einsperrung, ja, also, und das war bekannt. Und wenn... Das kann ich dir jetzt leider nicht genau sagen, wann konkret... Ja, stimmt, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, Kriegsbeginn wissen wir, wann war, und dann Vergehen halt. Also, ich will einfach sozusagen darauf hinweisen, dass die Zeitlichkeit da auch eine Rolle spielt. Also, mit Zeit kennst du dich ja auch wahrscheinlich besser aus als ich, aber also, dass da ja auch was ganz Problematisches drin liegt. Also, wenn eben der eine 3 Wochen braucht, um auf einen Brief zu antworten, wo der andere weiß, dass er jederzeit in ein Lager kommen könnte, und Lager, selbst wenn es kein tödliches Lager war,
Lager ist Lager, also nicht zu verstehen, was da passiert ist. Benjamin nicht da rauszubekommen, das war nicht das Institut. Das Institut hat Benjamin nicht aus der Internierungslager befreit. Plus, man darf sich ja auch vorstellen, dass Walter Benjamin, wie du ja selbst ganz richtig gesagt hast, die psychologische Belastung, unter anderem zu wissen, dass man selbst möglicherweise das verlassen kann, aber die anderen bleiben. Also, also sozusagen einmal im Lager gewesen zu sein und sich selbst dann auch zu retten, aber trotzdem zu wissen, was da passiert. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man gewollt, also man hätte zumindest seine Biografie, Walter Benjamins Biografie, ein bisschen besser nachverfolgen können. Das denke ich schon. Und daraus entsteht aber, also wie du ja, genau, also mir geht es nicht um so eine Schuldfrage, sondern mir geht es darum, was steht da? Und da steht eben zum Beispiel, ich erhalte einen Brief vom National Refugee Service und ich vermute, dahinter stecken nicht Sie, weil Sie sich einen Scheißdreck drum kümmern, wie ich gerade mein Leben lebe. Ja. Ja, ich weiß nicht, jetzt, ich will niemanden, wir sind jetzt schon eigentlich am Ende der 90 Minuten. Ich sehe auch im Gegenlicht nicht so genau. Ach ja, entschuldige bitte, ja, ich habe das ist wegen des Lichts und der Augen und so. Ist das noch an? Ja. Wäre jetzt vielleicht aber auch noch eine größere Frage. Also wenn wir eigentlich mit der Zeit am Ende sind, können wir das auch unter vier Augen weiter besprechen. Oder wenn alle fertig sind oder so. Was denkst du? Soll ich noch eine Frage stellen, ja, auch wenn die noch ein Fass aufmacht? Wir können ja das jetzt als letzte Frage nehmen. Okay. Vielleicht. Und wir, genau, zur Not besprechen wir es später weiter. Genau. Ich bin noch da. Ich bin bis morgen noch da. Ich bin auch noch da. Super. Genau, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Frage heikel oder einfach nur ein bisschen künstlich naiv ist. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich sie genau gut formulieren soll, aber ich mache einfach mal. Und genau, erstmal, ich finde das sehr spannend auch auf eine Weise, ist so ein bisschen Krimi, was du da machst. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, nee, nicht was du machst, aber es wirkt für mich so ein bisschen. In dem Modus kann ich das so verfolgen. Und daher kommt aber auch meine Frage. Worum geht es dir genau in deiner Arbeit da drin? Weil du wirst dich ja wahrscheinlich so ein bisschen in dieser Geschichte, Tradition von kritischer Theorie verorten, stelle ich mir vor. Oder also ist es jetzt so eine Art Familientherapie der kritischen Theorie? Der Horkheimer hat den Benjamin hängen lassen und deshalb muss er sich umbringen. Na, jetzt mal ein bisschen polemisch gefragt. Ne? Oder was... Ich habe mich vorhin auch an diese Methodenfrage so ein bisschen gerieben oder ich habe so gemerkt, dass ich da Widerstände habe. Warum? Weil dieses Bestreben, sich selber auszustreichen und dann die Frage, warum macht man dann so eine Arbeit? Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte noch nie mit Benjamin zu tun gehabt, kommen diese Veranstaltungen, warum soll mich das interessieren? So, ne? Und Benjamin hat, wenn ich das richtig erinnere, immer in historischen Konstellationen gedacht, also von sowas wie der Augenblick der Gefahr und solche Momente, also wo die Vergangenheit mit dem Jetzt irgendwie in eine Konstellation tritt. Von daher kommt so ein bisschen die Frage, worum geht es dir genau bei diesen Fragestellungen? Warum ist es so wichtig? Nicht, dass es nicht wichtig wäre, es ist spannend, aber ich weiß gar nicht genau, warum eigentlich. Das also würde ich gerne genauer verstehen. Ich würde mich freuen, danke für die Frage, ich würde mich freuen, wenn der Eindruck und dieser heutigen Veranstaltung von und mit mir der ist, dass wir wieder in die Quellen gehen müssen und dass wir uns nicht darauf einlassen sollten, einfach das zu wiederholen, was eh alle schreiben, sagen und öffentliche Meinung ist. Also eigentlich ist das ja so ein Aufklärungsmotiv, nicht einfach immer das für bar zu nehmen, was gesagt wird, sondern nochmal genau hinzugucken. Und wie man das genau macht und warum Methoden wichtig sind, habe ich ja hoffentlich vorher klar gemacht. Also mir geht es eben um eine Nachvollziehbarkeit. Ich sage jetzt nicht einfach nur irgendwie, oh, der Horkheimer hat irgendwas mit Benjamin oder nicht, sondern ich gucke mir an, was hat er geschrieben und da ist das mein Ausgangspunkt. Und B, ich mache das deshalb, weil ich... kritische Theorie, was kann man heute mit kritischer Theorie machen? Und eben die Frage auch, was ist eigentlich eine Soziologie aus einer kritischen Perspektive?
Genau das will nämlich eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Forschung mit einbeziehen. Und es gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze, das zu tun. Und dieses Ausmerzen oder sowas von irgendwie dem Subjekt in der Forschung, das ist, wie ich angedeutet habe, ein Riesenthema. Also dazu findest du 30 Sammelbände allein in deutscher Sprache und was ist Grounded Theory und selbstreflexive Sozialforschung. Also da gibt es richtig viele auch ziemlich fancy Ansätze. Und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, also in sich unglaublich selbstbespiegelnden Interpretationsgruppen gesessen, noch und nöcher bis zum Umfallen. Und ich denke aber, dass das irgendwann auch zu einem Fetisch wird und zu so einer Selbstbespiegelung. Und deswegen bin ich gerade dazu gekommen, zu sagen, das, was mich interessiert, ist das 20. Jahrhundert und ja auch den Nationalsozialismus, die Geschichte Europas vor allem zu verstehen. Und dafür, denke ich, ist sowas notwendig. Und sich zum Beispiel anzugucken, mit welcher Methode kann ich den Blick zum Beispiel für patriarchale Verhältnisse, für das Geschlechterverhältnis schärfen und so weiter und so fort. Das kann ich nicht, wenn ich nur die Briefe lese. Also das ist ein kleiner Ausschnitt, was ich heute gemacht habe oder gezeigt habe oder mit euch zusammen ausprobiert habe. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was dann methodisch passiert. Ja, wir können uns noch nachher unterhalten. Genau, ich bin noch da. Oh, es gibt Essen. Ja, Küche. Genau, reserviert mir eine Portion. Jetzt gibt es Essen und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank. Sarah, ja, für den danke für die Einladung. Und wir sehen uns um 9, also die hier vor Ort sind, sehen sich um 9 zu Jolande Fleck zu einem Hörrelease, Hörspiel wieder.